Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Ein kleines Lebenszeichen hier von mir, von uns, von der Sarah, mir und natürlich. Ich war lange nicht mehr da. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja, Freunde, bei uns momentan aktueller Temperaturstand minus 9 Grad und herrlichstes Winterwetter. Es liegt Schnee, also toll, oder? Sarah. Ja, ich muss auf die Lange aufpassen. Ja, wir machen heute Morgen mal einen schönen Waldspaziergang hier bei uns. Und wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, dann kommt einfach mal mit. Ja. Nächster hier. Dann die lustigen Holzhackerpurm, holleri, hollero. Und Sarah, wie ist das? Cool, okay, kämpft wieder mit Holz. Schön hier. Ja, Freunde, wie sieht es denn bei euch so aus? Ist bei euch auch so viel Schnee? Das heißt also, viel Schnee haben wir ja hier im Prinzip nicht, wenn ich mir das hier so anschaue. Ist das ja aber für Mittelhessen, für uns ist das schon eine gewaltige Menge. Und die Kinder können auch mal, ja, mal Schlitten fahren. Eine ganz tolle Geschichte. Haben wir als Kinder immer gemacht. Und das ist schön, dass das dieses Jahr auch mal der Fall ist. So viel schneit. Ja, das stimmt. Und da, guck. Da ist er wieder. Mr. Max macht das. Auf der Suche. Max, komm hier runter, komm. Der will das. Der will den ganzen Ast mitnehmen jetzt. Max, Kollege. Das ist ein Hobby. Jungs, guckt euch den Baum an. Den will er jetzt wegtragen. Schlecht Fahrt und so. Max, komm! Max, lass ihn liegen, den können wir nicht mitnehmen. Außerdem haben wir da im Holz. Auf, komm! Okay.
Ja, und schon hat er gewonnen. Leben die da dran? Weißt du das? Und die vermehren sich so, ne? Ja. Sieh mal. Wenigstens ein kleines Fichtenwäldchen, was hier noch schön erhalten ist. Ja, aber es sieht ja aus. Das wäre zum Schlittenfahren ideal hier. Hoho. Jetzt ganz im Wunder, ne? So ihr Lieben, ja, das war das Ende von unserer kleinen Tour. Wir hoffen, es hat euch ein wenig gefallen. Und hier noch Schneebrise. Genau. Ja, wie ihr seht, letzten Videos gesehen habt, ich bin leider noch etwas lädiert am Knie. Und das muss ich irgendwie jetzt hier sehen, dass ich das mal in die Reihe kriege. Aber wenn das dann durch ist, dann gibt es auf jeden Fall richtig schöne Touren. Ja. In diesem Sinne auch viele Grüße an den Gregor, dem Kanal Waldgeist. Viele Grüße dran. Ein ganz toller Kanal, wie ich finde. Ich verlinke den euch mal unten. Könnt ihr mal reinschauen. Gregor, dieses Jahr steht eine Tour an. Auf jeden Fall mal mit uns beiden. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.